Für die Bayern-Frauen läuft derzeit alles nach Plan. In der Bundesliga lachen sie von Platz 2 und im Pokal steht das Achtelfinale an gegen Zweitligist SV Meppen. Man darf bei einem Pokalspiel auch Zweitligist nicht unterschätzen. Man sagt ja immer, dass der Pokal eigene Gesetze hat. Deshalb werden wir dieses Spiel absolut ernst nehmen. Die Mädels kommen jetzt morgen, übermorgen von den Nationalmannschaften zurück. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir in den Trainingseinheiten schnell wieder zusammenfinden. Nach Meppen im Pokal folgen in der Liga mit dem Tabellenersten Wolfsburg und dem Tabellenvierten Frankfurt gleich zwei Top-Teams. Wir sind selber schon Meister geworden und haben dann gesehen, wie wichtig die direkten Duelle sind. Die entscheiden einfach darüber, wer oben bleibt oder wer sich vielleicht ein bisschen absetzen kann. Und unser Ziel ist ganz klar, dass wir natürlich erstens uns gut vorbereiten und dann natürlich das Maximum rausholen. Und von daher werden wir uns in den nächsten Wochen wirklich alle nochmal an einen Strang ziehen, in jedem Training alles geben, um halt einfach nochmal weiterzukommen und dass wir top vorbereitet und top motiviert in diese drei Spiele gehen. Vor allem gegen Frankfurt sind die Fans gefragt, denn es ist das letzte Heimspiel vor der Winterpause. Volle Unterstützung für die Münchnerinnen. Wenn wir in der Meisterschaft auch so überwintern, dass wir ganz oben dranbleiben, dann ist das, glaube ich, mal das Ziel für 2017 und nächstes Jahr müssen wir dann wieder von vorne losschauen und ich glaube, das ist auch der richtige Weg und die richtige Herangehensweise. Doch zuerst wollen die Frauen das Pokal-Viertelfinale erreichen. Danach geht der Fokus wieder voll auf die Bundesliga.